Hallo und herzlich willkommen bei den Gerade TV News. Heute wieder mal mit dem Thema: Peter stellt Strafanzeige gegen einen Landwirt. Erst vor 14 Tagen musste Peter eine Strafanzeige zurückziehen, die Dr. Edmund Haferbeck gestellt hatte, weil in diesem Fall das Gehöft einem Brandanschlag zum Opfer fiel. Auch bei der neuesten Strafanzeige kann man Dr. Edmund Haferbecks stupide Vorgehensweise wieder einmal deutlich erkennen. Anstatt dass Peter sofort nach Kenntnisnahme heißt hier, man hat wieder die Nachricht über Google erhalten, dass es wieder Tiere getötet wird. In diesem Fall waren es 40 Schweine, die bei einem Stallbrand in Sederndorf getötet wurden. Anstatt man sich dann in ein Auto setzt, dorthin fährt und den Tieren, weil wie gesagt, Peter sagt ja immer, sie hilft den Tieren. Warum fährt Peter nicht einfach dorthin und hilft den Tieren tatsächlich? Der Landwirt kann mit Sicherheit jede Unterstützung haben. Der Schweinestall ist abgebrannt, der Kuhstall ist abgebrannt. Unterstützung kann er mit Sicherheit gebrauchen. Aber nein, Peter setzt sich nicht ins Auto. Peter stellt eine dämliche, sorry, aber das muss man wirklich mal sagen, dämliche und stupide Strafanzeige. Dr. Edmund Haferbeck, studierter Agrarwissenschaftler, Hobbyjurist, stellt seit Jahren die Behauptung auf, bei irgendwelchen Bränden würde die Brandschutzverordnung nicht eingehalten werden. Zig hunderte Strafanzeigen wurde allesamt eingestellt, weil dieses nicht belegt werden konnte. Haferbeck gibt ja in seiner Pressemitteilung selbst bekannt, dass man nur vermutet, dass die Brandschutzverordnung nicht eingehalten wurden. Weiterhin sagt er, durch kritische Lage der Löschwasserversorgung. Die Löschwasserversorgung hat nichts mit dem Landwirt zu tun. Dafür ist die Kommune zuständig. Warum stellt Peter keine Strafanzeige an die Kommune wegen unzureichender Löschwasserversorgung? Davon hört man nicht. Es wird immer das Opfer verklagt. Und die Strafanzeige wird zu 99,999% von den Staatsanwaltschaften eingestellt. Dass das Peter nicht begreift, ist für mich unverständlich. Besser gesagt, sie wissen das schon. Aber sie nutzen diese Strafanzeige rein für ihre PR-Propaganda. Man braucht sich nur einmal die Pressemitteilung durchlesen. Wenn man runterscrollt, findet man auf einmal Werbung für das Peter eigene vegan Startprogramm. Ein Landwirt hat sein Gehöft verloren und Peter macht Werbung für veganen Bullshit. Das muss man sich mal überlegen. Auch die Brandschutzmaßnahmen, die hier Haferbeck immer anführt. Für alte Ställe gibt es ein Bestandsrecht. Das ist bei alten Häusern genauso, also bei alten Wohnhäusern. Das hatte ich ja schon mal in einem Artikel aufgeführt. Zum Beispiel in alten Wohnhäusern, die noch nicht saniert sind, muss zum Beispiel am obersten Stockwerk kein Rauchabzugfenster vorhanden sein. Sobald es saniert wird, muss es eingebaut werden. Also es ist keine Pflicht, ein solches Fenster im Treppenhaus einzubauen, sondern es ist Pflicht, wenn man renoviert. Und dasselbe gilt auch für Ställe. Werden Ställe renoviert, müssen natürlich die neuesten Brandschutzbestimmungen berücksichtigt werden. Aber hier einfach mal die Behauptung aufzustellen, die wurden nicht erfüllt. Wobei er später ja dann noch sagt, dass diese gesetzlichen Bestimmungen nicht ausreichend sind. Der Haferbeck weiß, dass die Strafanzeige sinnlos ist, weil er weiß, dass die gesetzlichen Bestimmungen nicht ausreichend sind. Und trotzdem stellt er diese Strafanzeige. Diese Strafanzeige verursacht immense Kosten, die durch den Steuerzahler getragen werden müssen. Und Peter freut sich. Peter macht Werbung für ihr Veganprogramm. Hier sollte sich langsam einmal die Politik und die Justiz damit befassen, ob dieses überhaupt zulässig ist. Allein schon, dass man schon während der Strafanzeige, während des Schreibens der Strafanzeige, eine Pressemitteilung rausgibt und den Landwirt eigentlich als Täter hinstellt. 40 Schweine sterben bei Stallbrand in Sederndorf. Peter erstattet Strafanzeige. Daraus folge ich als Leser, dass der Landwirt vorsätzlich gehandelt hat. Unverständlich für mich, wie die Politik und die Justiz sowas zulassen kann. Wie gesagt, die Strafanzeigen sind allesamt nur rein populistische PR-Aktionen. Hier geht es nicht um die Tiere. Wenn es Peter um die Tiere gehen würde, dann würde Peter sich in ein Auto setzen oder wie sie immer sagen, sie reisen ja immer zweite Klasse mit der Bahn. Dann würden sie sich in die Bahn setzen, dorthin fahren und den Landwirt fragen, wo sie den Tieren helfen können. Aber da kommt nichts. Man sitzt an seinem Schreibtisch und schreibt solche Bullshit-Strafanzeigen. Die Strafanzeigen, die Dr. Edmund Haferbeck und seine Rechtsabteilung verfasst, sind dasselbe, als wenn ich über den Dr. Edmund Haferbeck ein psychiatrisches Gutachten erstellen würde. Genauso kann man es vergleichen. Ich bin kein Psychiater, also könnte man davon ausgehen, dass eben mein Gutachten über den Herrn Haferbeck eigentlich Nonsens ist. Genauso ist es beim Haferbeck. Der Haferbeck ist kein Jurist, er ist ein Hobbyjurist. Er hat juristisch angelegte Bücher geschrieben, zum Beispiel die Rechtsbeugermafia, und spielt auf die Justiz an. Ja? Also in meinen Augen muss hier zum Schutz der Opfer und auch der zukünftigen Opfer endlich die Justiz und die Politik einschreiten.
Es darf nicht sein, dass Peter eine Vorverurteilung des Opfers vornimmt, ohne dass eine ermittelnde Behörde überhaupt Stellung beziehen kann oder ermitteln konnte, was überhaupt Schuld an diesem Brand war. Und das nächste ist, es kann nicht sein, dass Peter eine Pressemitteilung herausgibt und das Opfer zum Schluss noch regelrecht verhöhnt und dann noch Werbung für irgendein Peter-eigenes Produkt einfügt. Ich stelle ganz einfach die Frage, warum erstattet Dr. Edmund Haferbeck Strafanzeige und veröffentlicht eine Pressemitteilung, ohne das Ermittlungsverfahren abzuwarten? Wie gesagt, wenn das Opfer schuldig ist, habe ich nichts dagegen. Dann ist es richtig, dann sollte man sowas veröffentlichen. Aber nicht im Vorhinein ein Peter-Opfer vorher diffamieren, weil die haben genug zu tun. Die stehen vor der Scherben ihrer Existenz. Und das sollten sich diese Peter-Heinis wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Aber darauf legen die es ja an. Wie gesagt, Peter, Tierschutz, null. Weil sonst würden sie direkt bei den Tieren sein. Es geht hier nur um die Diffamierung von Tierhaltern und Tierprodukten. Was anderes ist das nicht. Und hier, ich kann es nur immer wieder sagen, muss die Politik endlich einmal einschreiten und die Justiz beauftragen, dass dagegen vorgegangen wird. Sonst wird sich da nie was ändern. Wahrscheinlich, damit die Politiker und die Behörden aufwachen, vor allem in der Justiz, müsste jeder von uns gegen Peter oder besser gesagt gegen Dr. Edmund Haferbeck jetzt Strafanzeige stellen wegen falscher Verdächtigung und wegen Verleumdung, damit die Justiz einmal sieht, was dort überhaupt Sache ist. Die Strafanzeigen, die werden einfach eingestellt, kostet trotzdem Geld. Fälle, Mordfälle und so müssen liegen bleiben, weil solche scheiß Strafanzeigen von Dr. Edmund Haferbeck die Justiz blockieren. Und das kann nicht sein. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Was haltet ihr von diesem Thema Strafanzeigen von Peter und die Strafanzeigen von Dr. Edmund Haferbeck? Eure Meinung unten in die Kommentare. Bewertet dieses Video und supportet uns mit einem Abo. Bis zum nächsten Video. Tschüss!